Hey Freunde, wo bin ich denn hier gelandet? Ich bin in irgendeinem Möbelhaus. Ich bin hier einfach aufgewacht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Was ist hier los? Oh, hier sind Pfeile. Ich glaube, ich werde den Pfeilen einfach mal folgen. Vielleicht finde ich ja dann den Ausgang. Okay, der Pfeil geht hier lang. Und jetzt geht der hier lang. Hallo, ist hier jemand? Ich brauche Hilfe. Ah, da sind sie ja. Hallo, können Sie mir helfen? Ich brauche Hilfe. Aua, ah, warum schlagen Sie mich denn? Was ist der? Aua! Lassen Sie mich. Das ist ein Ikea mit. Aua! Lass mich doch in Ruhe. Ich brauche Hilfe, Mann. Ich brauche keine Gewalt. Warum bin ich hier? Bitte helfen Sie. Aua! Bitte helfen Sie mir. Ich muss schnell weg. Aua, Mann, ey, der ist voll gemein. Freunde, ich bin gleich tot. Hilfe, lass mich in Ruhe. Was? Hier ist eine Wand. Dann muss hier irgendwo der Ausgang sein. Aber der Mitarbeiter, er verfolgt mich. Aua! Er hat mich geschlagen. Oh mein Gott, ich bin wieder aufgewacht. Was ist hier nur los? Was ist hier nur los? Was ist hier denn jetzt passiert? Warum ist das Licht ausgegangen? Und warum ist es so rot hier? Hey, da vorne habe ich doch jemanden gesehen. Hey, können Sie mir helfen? Hey, warten Sie doch. Hey, warten Sie doch. Ich will den Ausgang finden. Hey, entschuldigen Sie. Wo ist der Ausgang von dem Ikea? Hallo, warum rennen Sie denn weg? Ich brauche Hilfe. Sie auch oder was? Nein, nicht wieder ins Gesicht. Aua, aua, lassen Sie mich. Aua, lassen Sie mich doch in Ruhe. Aua, Hilfe. Oh nein, da ist noch eine. Aua, aua, Player. Ich bin schon wieder gestorben. Oh mein Gott. Ich bin hier wieder aufgewacht, Freunde. Das ist der Horror-Ikea. Oh mein Gott, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Vielleicht finde ich jemanden, der mir helfen kann. Aber der Ikea ist so groß. Ich finde den Ausgang nicht. Hallo? Ist hier denn jemand? Ich brauche Hilfe. Mann, Freunde, ich finde einfach niemanden. Ich renne hier die ganze Zeit durch den Ikea. Aber es scheint so, als wären hier keine anderen Leute. Nur die bösen Ikea-Mitarbeiter. Aber irgendjemand muss mir doch helfen können, oder? Hallo, ich brauche Hilfe. Ist hier denn keiner? Bitte, wir sind doch in der Babu-Bande. Wir können uns doch gegenseitig helfen. Wo seid ihr denn? Oh, ich glaube, ich habe die Wand gefunden. Oh, was war das denn? Was war das denn? Das Licht ist angegangen. Oh mein Gott, zum Glück. Zum Glück, Freunde. Ey, ich glaube, ich muss mich hier... Ich glaube, ich muss hier irgendwas bauen, Freunde. Bau hier mal. Bau hier mal was hin. Ich nutze diese Wand hier direkt und alles, was hier ist, Freunde. Okay, wir bauen hier jetzt was gemeinsam. Wir bauen hier jetzt den Babu-Turm direkt an der Wand, Freunde. Hier direkt an der Wand. Das kommt dahin, Freunde. Wir haben hier solche Schränke. Die werden alle benutzt, Freunde. Ich glaube, das ist so ein Horrorspiel, Mann. Warum kann ich nicht einmal ein normales Spiel spielen? Warum muss ich immer solche Horrorspiele spielen, Freunde? Wir bauen das hier jetzt richtig hoch. Freunde, wir bauen das direkt voll hoch. Und mit Dach, ja. Ich habe nämlich Angst. Diese Ikea-Mitarbeiter, die scheinen mir böse zu sein. Aber ich weiß gar nicht, warum. Ich habe denen nichts getan. Gar nichts. Der kommt da oben ran, der Schrank. Den nehmen wir natürlich auch mit. Der kommt da oben auch ran. Wir haben hier noch einen Schrank. Den setze ich auch da oben dran, Freunde. Direkt sogar mit Abstand, dass man von unten nicht hochklettern kann. Wir nehmen den hier auch noch mit. Und die drei hier, die werden wir auch noch verbauen, ja. Aber das machen wir auf der anderen Seite, Freunde. Du kommst hier oben dran. Oh, ja, ist jetzt nicht ganz perfekt. Ist nicht ganz perfekt, aber Freunde, wir haben nicht viel Zeit. Wir wissen nicht, wann die nächste Nacht losgeht. Und bis dahin müssen wir auf jeden Fall fertig sein. Oh, den habe ich gut platziert. Oder muss ich das mit dem hier auch nochmal versuchen? Oh, wartet mal. So. Ey, so ist gut. So ist richtig gut. Okay, wir nehmen den hier noch. Wir müssen hier oben nämlich auch zubauen. Ah, das ist nicht gut. Dann wird das hier unsere Tür. Nee, doch nicht. Wird das unsere Tür? Nein, wird's nicht. Wir nehmen jetzt hier die Betten, Freunde. Die benutzen wir als Baumaterial. Okay, so geht das. Dann kommt das dahin. Ja, das ist mega gut. Das ist mega gut, Freunde. Okay, das Bett kommt da auch nochmal oben dran. Oh, das ist richtig gut. Okay, ich glaube, wir brauchen noch Lampen. Ich nehme schon mal eine Lampe mit, Freunde. Damit es hier nachts nicht so dunkel ist. Da kommt eine Lampe hin. Wir haben hier zum Glück mehrere Lampen. Dann kommt da oben auch direkt... Oh, dann kommt da oben auch direkt eine Lampe hin. Und jetzt hole ich mir ein Bett, Freunde. Wir brauchen noch irgendeine Art von Leiter oder sowas hier drin, damit wir hochkommen. Ich baue erstmal den Turm weiter. Okay, und hier auch nochmal. Oh, nein. Oh, und ich glaube, das hier ist auch
auch nicht fest. So, aber... Ey, mir ist das Bett einfach runtergefallen. Oh mein Gott, das darf auch niemand sehen. Wenn das die IKEA-Mitarbeiter sehen, dann wären die echt wütend. Ey, das ist mega gut. Oh, kann ich hier hochlaufen einfach? Oh ja, moin, ich kann hier einfach hochlaufen. Aber wenn ich hier hochlaufen kann, dann können die IKEA-Mitarbeiter vielleicht auch hochlaufen. Das ist nicht so gut. Warte mal, dann setze ich den jetzt mal hier hin. Oh nee, war das gut? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Ich brauche... Oh, hier ist eine Palette. Das ist vielleicht gut. Ich brauche nämlich so eine Art Zwischenebene. Wartet mal, ist das gut so? Wenn ich so sage, das hier ist meine Zwischenebene. Nee, kann ich hier hoch? Ich muss hier hoch? Kann ich nicht. Ich brauche auch irgendwas zum Abschließen, Freunde. Da vorne ist ein Tisch, der ist schön groß. Den brauche ich als Dingens, als Abschluss. Ah, nee. Dann nehme ich lieber einen Kühlschrank oder sowas. Warte mal, ich mache den noch hin. Habe ich hier einen Kühlschrank? Ja. Das wird einfach meine Tür. Dann kann ich die egal wie da dran machen. Mach den schon mal daneben. Oh, was ist hier denn? Hier hat auch jemand richtig gebaut, Freunde. Hier hat jemand richtig gebaut. Was ist mit dem passiert? Wo ist der hin? Wurde der aufgegessen? Wir wissen es nicht, Freunde. Okay, eine Decke habe ich schon mal. Oh, Freunde. Meinen Kühlschrank nehmen. Ab vor die Tür setzen. Oh mein Gott. Wie soll ich denn jetzt hochkommen? Ah, geht das? Ich habe hier kein Licht. Ah, super gebaut, Babo. Okay, ich muss meine Platte nochmal nehmen. Mach die hier runter. Habe ich hier ein Dach drauf? Nee. Nehme nochmal die Lampe. Okay. Ach, hier oben geht das Ganze hin. Dann kann ich mir vielleicht nochmal... So, und wenn ich jetzt auf die andere Seite raufspringe... Da unten war doch jemand. Ich habe einen Namecheck gesehen. Aber warte mal. T drücken. Ich kann hier einen Waypoint setzen. Okay, ich habe einen Waypoint gemacht. Okay, da hinten. Habt ihr das gesehen? Warte, da war doch ein Name. Hey, hey du. Hey, GeoRox. Oliver. Hey. Ah, oh, der IKEA-Mitarbeiter ist hier. Der IKEA-Mitarbeiter ist hier. Oh, er greift mich an. Er greift an. Nein, lass mich doch in Ruhe, IKEA-Mitarbeiter. Komm, GeoRox, Oliver. Hilf mir doch. Nein. Wo ist der IKEA-Mitarbeiter hin? Ich glaube, er ist weg. Ich glaube, er ist abgehauen. Nee, ist da hinten. Oh mein Gott. Ich habe einen Nachbar gefunden. Freunde, ich habe einen Nachbar gefunden. Aber da kann ich jetzt nicht hin. Ich brauche mein Licht, Freunde. Pack mein Licht dahin. Jetzt nehme ich meinen Kühlschrank. Schnell hier rein. Kühlschrank wieder vor. Okay, jetzt bin ich hier. Das muss ich wegnehmen. Ich setze das mal hier hin. Genau, jetzt kann ich hier wieder hochklettern, oder? Genau. Hier habe ich meine Palette. Da springe ich hoch. Hier kann ich dann auch raufspringen. Ach, sehr gut. Und wenn ich jetzt hier hochkletter, dann bin ich oben, Freunde. Ich bin oben auf meiner Base. Aber wie komme ich jetzt hier aus dem IKEA raus? Das ist immer noch saugefährlich hier. Und Daniel ist da hinten auch, oder wie hieß er? GeoRox. Ich muss hier doch irgendwie aus dem IKEA raus. Ich kann hier doch nicht einfach bleiben. Ich muss Freundschaften schließen. Ich muss mit anderen Leuten den Ausgang suchen. Genau. Ich gehe jetzt da wieder hin, Freunde, und dann helfe ich ihm. Oder wir helfen uns gegenseitig. GeoRox, wo bist du? Komm, ich mach mal auf. Hä? Kann man hier aufmachen? Ist er weg oder was? GeoRox ist weg. Oh mein Gott, vielleicht sucht er mich auch. GeoRox, wo bist du? Wir müssen die anderen finden. Wir müssen hier aus diesem IKEA raus. Weißt du, wo der Weg ist? Oh, ach, ich dachte schon, hier sind IKEA-Mitarbeiter. Aber das sind nur Puppen. Ein Glück. Da war doch ein Name, oder? Da, Mobster. Hallo, Mobster. Ich brauche Hilfe. Ja, hallo, Babo, ich auch. Komm mit, Mobster. Ich habe hier eine Idee. Wir gehen zusammen zu meiner Base, okay? Okay, Babo. Komm her, Mobster. Oh nee, sie will weg. Sie will weg, okay. Hat sie eine eigene Base oder was? Ich laufe ihr mal hinterher. Wo ist sie? Da ist sie. Sie wartet auf mich, oder was? Hä? Was macht sie jetzt denn? Mabu, komm her. Ein Bulse. Ja, Mobster, okay. Und jetzt? Komm doch hier lang. Mobster, ich habe eine Base. Komm hier. Komm. Ich habe uns was gebaut. Ja, Babo, ich komme. Okay. Mobster, hier. Hier ist eine Base von GeoRox. Oh, sie hat auch was. Das ist ja cool. Ist das doch ihre Base? Babo, schau mal. Das ist so cool hier. Ja, das ist echt cool. Boah, du bist hier einfach oben drauf. Das ist ja mega cool. Schau mal, da vorne ist meine Base. Weißt du, wie man hier rauskommt aus dem IKEA? Nee, Babo, ich hab keine Ahnung. Was? Sie schreibt, der ist nur Exit. Hier ist kein Ausgang. Hilfe, Freunde. Hier muss es doch irgendwo einen Ausgang geben. Ich will aus dem IKEA raus, Freunde. Hier muss es einen Ausgang geben. Ich werde einen Ausgang finden. Ich glaube, Mobster lügt mich an. Vielleicht ist Mobster auch eine geheime IKEA-Mitarbeiterin, Freunde. Aber ich kann gar nicht mehr rennen. Ich glaube, ich habe so langsam Hunger. Mann, jetzt muss ich im IKEA was zu essen finden. Haben die hier auch die Kantine, wo ich mir ein leckeres Hotdog abholen kann? Aber ich habe noch keine Kantine gesehen, Freunde. Hier muss es irgendwo was zu essen geben. Nur wo ist die Frage? Aber warte mal, das könnte hier eine Küche sein. Hier sind Energy-Dosen und Eis. Warte mal, wie kann ich das denn nehmen? F. Ah, und jetzt G drücken? Nee, T drücken? G? Ach da, G. Und jetzt Konsum. Ah, jetzt krieg ich Energy dazu. Oh Gott. Oh, da
ist ein Ikea-Mitarbeiter. Du glaubst doch nicht, dass du mich hier gefangen halten kannst, oder? Haha, na Babu, das werden wir ja noch sehen. Versuch mal den Ausgang zu finden. schnell weg hier. Oh, da vorne ist noch mal was zu essen. Das muss ich noch mal mitnehmen, Freunde. Ey, der Typ ist so gemein. Ich lass mich hier doch nicht veräppeln, Freunde. Ich werde den Ausgang safe finden. Okay, ich habe hier noch mal ein bisschen was genommen, Freunde. Aber jetzt bin ich auch ganz weit schon weg von meiner Base. 800 Meter. Aber vielleicht finde ich ja noch mal einen Spieler. Vielleicht kann der mir dann helfen. Irgendwo muss doch hier einer sein. Der Ikea, der ist nämlich nicht unendlich groß. Ich habe ja schon eine Wand gefunden. Das heißt, es muss noch 3 andere Wände geben. Sieht aber auch echt so aus wie in einem richtigen Ikea hier. Da oben steht jemand. Hazel! Hazel, hallo, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen, Hazel? Ups. Hallo. Hallo, Hazel. Ein Pepsi-Mann. Hallo, Pepsi-Mann. Kannst du mir helfen? Ja, Babu, was ist denn? Du, Hazel. Wie kommen wir hier aus dem Ikea raus? Oh, sie schreibt Hi. Hi, please help me. Ich muss den Ausgang finden. Bitte helfen Sie mir. Was? Sie schreibt auch, hier gibt's keinen Ausgang. Sie sagt, der ist sehr selten. Ich sag, das kann nicht wahr sein. Schnell weg. Ah, jetzt ist wieder dunkel. Komm, ich komm doch wieder zurück. Hä, ich bin hier gefangen. Nee, doch nicht. Hä? Wie komme ich hier wieder hoch? Hier hoch? Hä, wo ist sie hin? Hazel ist runtergegangen. Hazel, was ist los? Komm wieder hoch. Oh mein Gott. Wir haben jetzt kein Versteck. Da unten ist ein Mitarbeiter. Hazel, pass auf. Nein. Hazel, pass auf. Der soll dich nicht angreifen. Oh mein Gott. Hazel, pass auf. Komm, Hazel, ich rette dich. Hazel, ich rette dich. Jetzt bin ich auch gefangen. Nee, doch nicht. Hä? Hazel, wo ist Hazel? Hazel, pass auf. Pass auf, Hazel. Kann ich den auch hauen? Nein. Nein. Ich bin gestorben. Oh nein, Freunde. Ich bin schon so oft gestorben, Freunde. Ich glaube, wir kommen hier aus dem Ikea nicht raus. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ich hier abhauen kann. Und so lange muss ich jetzt hier gefangen bleiben in dem SCP-3008, Freunde. Und ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau dir doch jetzt das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.